Hola Chicas, es ist wieder soweit. Wir haben Favoritenzeit. Ja, bleibt dran, wenn ihr sehen wollt, welche Favoriten ich im letzten Monat September hatte. Es geht direkt los mit einer Lippenstiftkombination. Die habe ich im letzten Monat super gerne getragen. Orange ist für mich Herbst. Ich weiß nicht warum, das ist einfach so bei mir. Wir reden von diesen zwei Produkten hier und zwar einmal von Catrice. Ein Volumizing Lip Booster. Ja, der hat einen wunderschönen Gloss. Es kribbelt auch so ein bisschen auf den Lippen. Das boostet die Lippen sozusagen auch ein bisschen auf, also die wirken voller. Und dazu habe ich dann diesen Lip Liner hier benutzt, also die Kombi. Und zwar ist es einer von Trended Up. Das ist ein Contour-Glide-Lip Liner in der Farbnummer 158. Das ist ein Orangeton. Damit habe ich meine Lippen umrandet und komplett auch nochmal ausgefüllt. Und anschließend einfach dann den Lip Booster drüber gegeben. Ja, ich finde das Ergebnis echt schön. Da klebt auch nichts oder so. Richtig tolle Produkte und die Farbe, ja, gefällt mir einfach. Es geht weiter mit einem Pink Body Scrub von Hello Body. Das ist das Coco Glam. Und ich glaube, ich bin ein Spätzünder, was das Testen angeht. Viele YouTuber und Blogger haben das so mega gehypt, dass ich mir dachte, hey, du musst es auch testen. Und auch ich bin wirklich mega begeistert. Ich mag das super gerne. Und zwar nicht nur die Farbe, es ist pink, also super ansprechend. Und ich glaube, alle Mädels lieben pink. Ich finde die Inhaltsstoffe super gut. Die sind natürlich. Hier ist Avocadoöl mit drin enthalten und Kokosöl. Und wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ein Hardcore-Kokosöl-Liebhaber bin. Ich liebe den Geruch. Deswegen ja, ist das auf jeden Fall ein Favorit von mir. Ja, ich trage das meistens in der Dusche schon auf. Also ja, ich befeuchte meine Haut an, dann wird der Body Scrub aufgetragen, den reibe ich dann auch ganz sanft in die Haut ein und massiere das auch, lasse das sogar ein bisschen einwirken und genieße das Ganze einfach, weil das so gut riecht und dann spüle ich das Ganze einfach ab. Vor allen Dingen funktioniert es sehr gut, wenn ihr gewisse trockene Stellen habt, wie Ellenbogen und ich mag es einfach super gerne. Das Endergebnis ist fantastisch, meine Haut fühlt sich an wie ein Babypopo, also wirklich ein ganz tolles Produkt. Der Geruch ist auch sehr langanhaltend auf der Haut und ja, es pflegt und das sind einfach tolle natürliche Inhaltsstoffe drin enthalten. Und ja, vielen Dank Hello Body, dass ich das testen durfte. Ich bin super begeistert und kann ich das wirklich nur empfehlen und habe auch für euch einen Rabattcode. Der steht unten in der Infobox, falls ihr das vielleicht auch ausprobieren wollt, da könnt ihr dabei sparen und sparen ist immer cool. Es geht weiter mit Pumps. Oh mein Gott, habe ich die gerne getragen. Die sind so, so schön. Die sind in einer Velour-Leder-Optik, hier in so einem Vintage Rose und hier in Nude. Ja, verlaufen spitz. Ich finde die super sexy und elegant. Und die sind von Buffalo. Die habe ich mir über Amazon gekauft gehabt. Die waren echt ein Schnäppchen. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Ja, hier würde ich eine Nummer größer bestellen. Die sind wirklich sehr eng, eher für schmale Füße gedacht, aber wirklich wunderschön. Man hat einfach einen sehr eleganten Gang darin. Man kann super gut stehen. Die sind wirklich hoch, also bestimmt 6 oder 7 cm. Aber ich bin einfach verliebt. Also ja, wunderschön. Es geht weiter mit einem Allround Cover Stick von Catrice. Hatte ich euch vor kurzem schon gezeigt gehabt in meinem Catrice Neuheiten Favoriten Video. Und das hat es definitiv in meinem Favoriten Video heute geschafft, weil ich es täglich getragen habe im letzten Monat. Ich finde es so schön, trage ich heute auch. Das highlightet den Bereich hier unten aber auch nicht zu stark. Es ist super natürlich und perfekt für den Alltag. Für alle Hauttypen gedacht, von der Farbe her. Es hat wirklich eine tolle, neutrale Farbe, weder zu gelb, weder zu rosa. Also wirklich perfekt. Ich finde die Konsistenz super schön, weil sie cremig ist, aber trotzdem ein bisschen fester, also nicht zu flüssig. Ja, ich trage das immer hier auf unter den Augen und verblende das dann mit dem Beauty Blender. Es ist super wichtig, dass ihr das mit dem Pinsel nicht streicht, weil sich das sonst absetzt in die Fältchen. Sehr unschön. Deswegen mache ich das immer mit dem Beauty Blender in tupfenden Bewegungen. Ich mag dieses Produkt super gerne. Ich werde mir davon 10 Backups kaufen, aus Angst, dass das irgendwie wegkommt. Ich finde das so schön. Und ihr könnt das nicht nur als Concealer verwenden, sondern wenn ihr mal ein Pickelchen habt oder sowas, um es abzudecken, weil das ist auch so camouflageartig. Und ja, deckt gut ab, es ist long-lasting, also es hält wirklich super lange. Ich finde, das ist wirklich ein mega Produkt, also schaut euch das unbedingt an. So, kommen wir zu einer Foundation, die ich im letzten Monat super gerne getragen habe. Ich weiß, ich zeige euch irgendwie jeden Monat in meinem Favoritenvideo eine andere Foundation. Liegt wohl daran, weil ich
nicht wenige davon habe. Und es ist einfach so, ich möchte die aufbrauchen. Also bei mir liegen die Sachen nicht nur im Schrank, ich möchte die aufbrauchen. Und deswegen trage ich die meistens im Wechsel. Ja, diesmal ist es die von Giorgio Armani geworden. Das ist die Luminous Silk Foundation und die finde ich super klasse, trage ich heute auch. Es kommt auf jeden Fall ein Foundation-Vergleichsvideo. Ihr habt euch das gewünscht, es wird auf jeden Fall kommen, aber ja, ich zeige euch die hier heute. Die ist echt toll. Ich habe die Farbe 6,5, die ist wirklich perfekt für mich momentan. Ja, nach dem Urlaub bin ich ein bisschen brauner, das sieht man in der Kamera gar nicht durch die Überbelichtung hier, aber die ist wirklich ganz toll. Flüssig, lässt sich super gut verblenden, sehr langanhaltend, mittlere Deckkraft, sehr teuer, ich weiß, aber ich bin einfach so ein Foundation-Freak, ne? Im letzten Monat habe ich wieder mein Yves Saint Laurent Black Opium rausgekramt und super gerne benutzt. Ich liebe allein das Flakon, das ist wunderschön. Das? Der Flakon? Schreib es mir unten in den Kommentaren. Ja, super hübsch. Riecht orientalisch, süßlich, bisschen schwer. Also eigentlich perfekt für diese herbstliche, winterliche Zeit. Ja, also ein mega Favorit von mir. Ich weiß, auch das hier ist nicht so preiswert, aber ich finde diesen Geruch wirklich super lecker, außergewöhnlich. Und es hat auf jeden Fall so einen Wiedererkennungswert. Wisst ihr, ich mag das. Ein Favorit. Kommen wir zu einem Puder, was ich im letzten Monat auch super gerne getragen habe. Und zwar ist es das Poudre Universelle von Chanel. Ihr wisst es, ich zeige sehr gerne Drogerieprodukte und bin auch echt ein Fan. Aber ich bin auch ein Fan von High-End-Kosmetik und das kann ich einfach nicht verleugnen. Ja, das ist super gut und super teuer. Auch das ist wirklich sehr teuer. Aber mein Gott, ich liebe Make-up, es hat was mit meinem Beruf zu tun. Und dann gebe ich einfach gerne mal Geld dafür aus oder investiere dafür mein Geld. Mein Gott, jeder hat so sein, ne? Ihr wisst schon. Ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Ich gehöre eigentlich zu den Mädels, die ihr Make-up niemals fixiert, weil ich eben eine trockene Haut habe und Angst habe, dass sich das absetzt, okay? Aber das ist auch individuell zu sehen, weil das ist ja je nachdem, was eine Foundation man trägt. Wenn sie sehr flüssig ist und auch ein bisschen glänzt, was ich gar nicht so verkehrt finde. Ich mag das, wenn man so ein bisschen, ja, so ein Glow hat im Gesicht, dann pudere ich auch mal ab. Und im letzten Monat habe ich das hier einfach super gerne wiederverwendet. Ich mag die Verpackung, die ist super schön. Hier ist auch nochmal so ein Schwämmchen, also so eine Puderquaste oder wie das auch immer heißt. Und hier kommt eben das Produkt raus. Ich habe die Farbe 20 Claire. Ich kann euch nur empfehlen, immer ein transparentes Puder zu nehmen, weil das sonst ja zu einer unschönen Farbe sich entwickeln kann, wenn die Foundation in eine Richtung geht und das Puder in einer anderen Pigmentierung, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen immer translucent. Aber das hier ist, wie gesagt, 20 Claire. Ist eine Nuance heller, als ich ja sonst trage. Aber bei Puder nimmt man ja sowieso immer eine Nuance heller, damit ja, das Endergebnis natürlich aussieht. Und ja, sehr zu empfehlen, super teuer. In der Drogerie findet ihr auch echt tolle Produkte. Also das ist jetzt nichts, dass ich euch das zeige und ihr euch das nachkaufen müsst. Es war einfach ein Favorit und ich musste es mit euch teilen. Kommen wir zu meinem letzten Produkt und zwar dieses hier. Das hat mir die liebe Bettyvan geschenkt gehabt in meinem Tauschpaket. Bettyvans World heißt sie jetzt auf YouTube. Besucht sie gerne und lasst ihren lieben Gruß da. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Und im Tauschpaket hat sie mir das hier reingepackt. Das ist ein Rosenwasser. Das ist ja von einem türkischen Label und der nennt sich Gülsuyu Rosens. Ja, ich mag das super gerne. Es riecht göttlich, wirklich fantastisch. Einfach nach Rosen, total toll, habe ich super gerne verwendet. Nachdem ich mein Gesicht reinige, dann gehe ich damit mit einem Wattepad nochmal drüber. Super erfrischend und ich mag dieses Produkt wirklich sehr gerne. Ich meine, es gibt es bei Amazon. Wenn ich es finde, verlinke ich euch das auch unten in der Infobox. Bueno, Chicas, das war's jetzt auch schon mit meinen Monatsfavoriten. Ich hoffe, da war was für euch dabei, womit ich euch inspirieren konnte. Ich glaube, diesen Spruch sage ich immer, oder? Den sollte ich mal ändern. Ja, herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich, wenn wir uns zu meinem nächsten Video wiedersehen. Also bis dahin, macht's gut. Bleibt mir gesund. Ciao.